Max Meyer schmunzelt, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Entspannt und zufrieden. Zuletzt war das eher selten der Fall. Meyer hat eine unbefriedigende, geradezu schmerzhafte Saison bei Schalke hinter sich. Glücklich war er immer nur bei der U21. Ich kann jetzt nur von der Nationalmannschaft hier sprechen, dass ich mich hier einfach pudelwohl fühle, das Vertrauen bekomme vom Trainer, das auch spüre und ja, die Mannschaft mich immer gut aufnimmt. Ich in einer sehr guten Mannschaft spiele, die ja, sehr offensiv geprägt ist und viel auf Ballbesitzfußball ja, aus ist. Und so spielen wir uns viele Chancen heraus, so komme ich gut ins Spiel rein und ja, so treffe ich auch ab und zu mal ein Tor. Topscorer bei den Olympischen Spielen in Rio. Hier bei der EM traf er auf Anhieb. Für Schalke dagegen gelang Meyer nur ein Treffer in 27 Bundesliga-Einsätzen. Kicker, Notendurchschnitt 3,6. Die enttäuschende Saison gipfelte darin, dass Meyer seinen 2018 auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht verlängern wird. Beim neuen Trainer Domenico Tedesco sieht er wieder bessere Chancen auf mehr Einsätze als unter dem entlassenen Markus Weinziel. Ich habe jetzt noch kein Gespräch mit dem neuen Trainer gehabt, aber ich lasse da auch alles ruhig auf mich zukommen. Klar ist die Hoffnung da, dass dann demnächst wieder besser läuft, auch für mich im Verein. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Verein verlassen werde, sondern nur, dass ich den Vertrag nicht verlängern werde. Und alles andere wird man jetzt sehen. Wenn Meyer ein gutes Turnier in Polen spielt, werden sicherlich einige Top-Clubs auf ihn aufmerksam. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 14 Millionen Euro. Sollte Schalke noch Geld mit Meyer verdienen wollen, müsste der Verein ihn im Sommer verkaufen. Wenn das Turnier vorbei ist, dann werden wir uns, denke ich mal, zusammensetzen und eine Entscheidung treffen.